Ja, der Vortrag jetzt ist ein über ein wichtiges technologischer Meilenstein der Menschheit. Der Computer, der auf dem Mond gelandet ist, und später haben Leute angefangen, andere Computer mit diesem Computer zu vergleichen, wie viel mal schneller andere Computer sind als dieser. Es ist Raketentechnik und es ist noch schwieriger, es ist Computerraketentechnik. Und wir sind sehr glücklich, hier den echten Raketentechniker hier zu haben. Und wir haben Michael Steil als Computerexperte, der Expert Genesis gegründet hat. Und mit diesem Projekt und vielen anderen hat er sehr viel Erfahrung mit Computerarchitekturen. Und deswegen einen großen Applaus bitte für den Ultimate Apollo Guidance Computer Vortrag. Ja, herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen zu dem Ultimate Apollo Guidance Computer Talk. Oder auch eine komplette Einführung in Computertechnologie und Betriebssysteme und Raumflug. Ich bin Michael Stein und ich bin Christian Hessmann. Und dies ist der 6. Vortrag in dieser Serie. Und wir wollen möglichst viel über klassische Computersysteme erklären. Und der Apollo Guidance Computer, AGC, ist ein Digitalcomputer, der neu entwickelt wurde für die Apollo-Raumschiffe, für die Apollo-Moonlandung zwischen 1996 und 1972, am MIT entwickelt, 1961 bis 1966. 24 wurden gebaut, $200,000 hat jeder gekostet, ungefähr 1 MHz, 15-Bit-Daten und ist ungefähr so groß wie ein Koffer, wiegt 32 Kilogramm, braucht 55 Watt und es gibt ein numerisches Display und Keyboard. Und mitten in den 60er Jahren, in Mitte der 60er Jahre, konnte man nicht einfach einen Computer kaufen und benutzen. Die meisten waren groß wie ein Kühlschrank, zu langsam, zu groß, zu schwer, und obwohl in den letzten 10 Jahren sich viel getan hatte, und 10 Jahre später fingen kleinere Computer an, in den Schatten zu stellen. Und der Hauptgrund, es gibt mehrere Gründe, warum dies besonders interessant ist. Die Architektur ist aus den 60er Jahren, fühlt sich sehr komisch an heute, aber es war sehr fortschrittlich und sehr ungewöhnliche Peripheriegeräte und es war revolutionär für seine Zeit. Und die Missionssoftware hat alle Hardware, die man braucht, um zum Mond zu fliegen. Und der Apollo Guidance Computer wurde in 2 unbemannten Testflügen benutzt, und in 2 bemannten Testflügen und in den 7 Mondlandungen. Astronauten fanden es schrecklich, Kontrolle abzugeben, und sie wollten selber die Kontrolle behalten. Und es gab ein Fallback für manuelle Steuerung, aber es war eigentlich automatisch. Und um das zu verstehen, wozu der da war, müssen wir erstmal die Apollo-Missionen angucken. Und anstatt das gesamte Raumschiff auf dem Mond zu landen, für die man eine riesengroße Rakete gebraucht hätte, hat man nur mit einem ganz kleinen Teil gelandet und der größte Teil ist im Mondorbit geblieben. Das Apollo-Raumschiff besteht aus dem Lunar-Modul, dem Command-Modul und dem Service-Modul. Und die Saturn-5-Rakete startet aus Cape Kennedy in die Erdumlaufbahn. Und an der richtigen Stelle beschleunigt man auf einen Free-Return-Orbit um den Mond. Und es würde nur um den Mond rumfliegen und wieder zurück zur Erde kehren. Und in den 3 Tagen zieht das Service-Modul das Lunar-Modul raus und man bremst auf der Rückseite des Mondes und ist dann in Mondumlaufbahn. Und 2 Astronauten sind dann im Lunar-Modul und das bremst wieder und ist ein Abstieg unter Schub und landet dann auf dem Mond. After taking off again, nach dem Starten koppelt sich das wieder an das Service-Modul an und die klettern wieder ins Command-Modul, das Lunar-Modul wird abgesprengt der Rest beschleunigt wieder auf eine Bahn zur Erde zurück und am Schluss bleibt nur das Kommandomodul. Und diese Animationen sind ganz tolle Videos, die wir sehr empfehlen können.
Und das Command and Service Module und das Lunar Module haben jeweils einen von diesen Computern, das ist dieselbe Hardware mit unterschiedlichen I/O-Geräten und die Software war speziell adaptiert. Und die Astronauten hatten dieses Keyboard and Display Unit und neben 100 anderen Schaltern. Und die Computer musste die Position und Geschwindigkeit haben, die Lage im Raum und die Triebwerke steuern und auch während des Starts die Kontrolle übernehmen. Um zu verstehen, wie der funktioniert, werden wir uns die Architektur, die Hardware, die Peripherie, die Systemsoftware und die Missionssoftware anschauen. Die Architektur kann beschrieben werden als eine von Neumann-Architektur mit 15-Bit-Wörtern. Wir werden über den Instruction Set, die Arithmetik und das Encoding sprechen und im letzten die ARM V8-Instruktionen sind auf Runtime optimiert und komplexere Instruction Sets können höhere Komplexität und höhere Geschwindigkeit erreichen, aber aus dem Anfang der 60er hatten die nur ein paar tausend Transistoren statt Milliarden. Und jetzt haben wir nur 36 Befehle und das reicht für die Mission. Und dies sind die 36 Befehle, die es gibt. Einige sind Load and Store, einige sind Arithmetik, Kontrolle, I.O. und Interrupts. Und der Speicher, 4096 Speicherzellen von 0000 bis 7FFF. Und mit jedem Wort kann man dann eine Zahl von 0 bis 7FFFF darstellen. Und alles geht durch den 15-Bit-Akkumulator. Und ein Programm kann multiplizieren, dividieren mit dem Akkumulator und einer Speicherzelle. Die Daten können bestimmte Bedeutungen haben, zum Beispiel Integers und Instruktionen, Code und Daten. Dies macht es zu einer von Neumann-Maschine. Es gibt einen Program-Counter und zeigt auf die Instruktion, die als nächstes dran ist. Dann gibt es die Load-Instruktion, lädt Speicher in den Akkumulator und der Program-Counter geht weiter. Und dieser Additionsbefehl addiert eine Speicherzelle zum Akku. Und man kann es dann speichern an einer anderen Stelle. Und hier wird K für eine Speicheradresse benutzt. Und diese Karten sind Quick Reference Karten für die Befehle. Das ist die vereinfachte Syntax und den genauen Vorgang in Pseudocode und wie das im Speicher kodiert ist und die Anzahl der Operanden und die Originalsyntax. Wir haben jetzt eine modernere Syntax benutzt hier und das ist dann viel einfacher zu beschreiben, was die CPU tut, ohne Hintergrund in Maschinenprogrammierung. Jetzt gucken wir mal genauer, was es gibt. Hier ist eine Load-Instruktion, Load A, indirekt. Links sieht man die Register. Die meisten funktionieren mit dem Akkumulator. Und wenn diese ausgeführt wird, dann guckt er in der Speicherstelle nach, liest das und lädt es in den Akku. Und das ist der Store-Befehl. Und wie bei allen ist das erste das Ziel und dann die speichert den Inhalt des Akkus in dieser Speicherzelle. Dann gibt es auch einen Exchange-Befehl, die kann Akku und Speicherzelle tauschen und addieren. Nimmt eine Speicherzelle und addiert sie zum Akkumulator und speichert es dann im Akkumulator. Und es gibt einen Subtraktionsbefehl und subtrahiert den Inhalt der Speicherzelle vom Akku und speichert es wieder im Akku. Und das Ergebnis der Subtraktion kann negativ sein, also müssen wir uns überhalten, wie negative Zahlen dargestellt werden. Lassen Sie uns auf 4-Bit-Zahlen eingehen.
Diese können Werte 0 bis 15 eingeben. Das erste Bit ist dann das Vorzeichen und die letzten drei Bit sind dann die Zahl selbst. Dieses Encoding ist schwierig, damit zu arbeiten. Die 1er-Komplement-Darstellung hat den Vorteil, dass die unterschiedlichen maximalen Abstand haben. Das 2er-Komplement ist fully backwards compatible zu dem 1er. Unsigned Nummern können Werte von 0 bis 15 annehmen. Komplement Werte von, minus 0, von 0 bis 7 und von 0 bis minus 7. Also eine Negation ist die einfache Komplementierung dieser Zahl. Das heißt, die 0 kann entweder als alle 0 oder als alle 1 dargestellt werden. Die Addition ist in positiven Zahlen genauso wie die normale Addition und in negativen Zahlen genau umgekehrt. Interessant wird es, wenn wir eine 0-Transition haben. Das heißt, wenn wir jetzt über 0 subtrahieren, wird es jetzt ganz interessant. Wenn wir das jetzt tun, kriegen wir einen Carry. Das heißt, wir müssen jetzt über die duplizierte 0 springen und wir kriegen einen End-Around Carry. Das heißt, eine Addition 7 minus 1 würde in eine minus 7 enden. Das wäre natürlich falsch. Das heißt, wir müssen jetzt die 1, die 6 übernehmen und dann auf die subtrahierte Zahl addieren. Das heißt, wir haben jetzt wir laden jetzt die 7 FFF von memory, addieren die 001. Das heißt, der Accumulator kriegt jetzt einen Flag, das heißt, wir legen das wieder zurück ins Memory. Wir clearen die Overflow Condition, laden 1 nach A. Und wenn wir jetzt diesen Overflow überspringen, wir die nächste Instruktion und landen bei dem. Im 1er-Komplement ist es einfach genug, einen Wert zu negieren, indem wir einfach das 1er-Komplement bilden, indem wir jedes Bit flippen. Das heißt, das negative Bilden ist die Bits flippen und in den Accumulator schreiben. Es gibt eine dedizierte Instruktion, die einen Wert inkrementiert. Ein Dekrement gibt es nicht und daher wird es mit einem kleinen Trick gemacht. Das heißt, es gibt eine Diminished Instruction, die dekrementiert die positiven Zahlen und inkrementiert die negativen. Die CPU hat dedizierte Multiplikation-Instruktionen. Das heißt, wir nehmen jetzt eine Instruktion von Memory, multiplizieren es mit dem Akku und das heißt, wir brauchen jetzt für unser Result 29 Bit. Das heißt, wir brauchen jetzt zwei Register für des Akkumulators. Das heißt, wir nehmen jetzt A- und B-Register. Jetzt brauchen wir Instruktionen, die mit Double Word Values umgehen können. Das heißt, die Double Word Values werden in den Registern A und B abgespeichert. Das effektive Value ist die Verbindung der Werte A und B. Division funktioniert ähnlich, das heißt, wir addieren wieder die 3. Andere Instruktionen erlauben ebenfalls A und B als Doppel-Register-Wort zu benutzen. Load AB ist eins dieser von. Load C invertiert dabei alle Bits beim Laden. Es gibt ebenfalls eine Add-Instruktion, die auf 2. Wir können Load B sagen, das heißt, wir Exchange B, wir können den Akkumulator in die Speicher schreiben und umgekehrt. Wir haben ebenfalls indexed. Wir nehmen also
greets from that address and writes the result into A. What does this mean? There's a table in memory at 7. Was bedeutet das? Und zum Beispiel steht ein bestimmter Wert drin und wird als Index dazu addiert und dann hat man eine neue Adresse und nehmen die Adresse von Index 2 aus dieser Tabelle. Und ohne Base Address laden wir einfach direkt von dieser Adresse und da ist einfach der Index 0. Und jetzt guckt er nach an der Adresse da und addiert den Index 0 und die Adresse ist also immer noch dasselbe. Und in diesem Fall, der Speicher an dieser Stelle ist sozusagen ein Pointer und normalerweise werden die Befehle in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet und der Program Counter geht dann weiter und es gibt Jump und Conditional Jump und damit lässt sich der Ablauf verändern. Wenn eine Jump-Instruktion kommt, dann lädt es das Argument in den Programmzähler und dann geht automatisch die Ausführung dort weiter. Jump if zero gibt es noch, es springt nur, wenn der Akku null ist oder es gibt zum Beispiel, wenn nur ein Sprung, wenn es negativ oder null ist. Und es gibt noch einen vierfachen Sprung. Je nachdem, ob das negativ, positiv, plus 0 oder minus 0 ist, springt es zu einer der nächsten vier Instruktionen. Wenn es 0 ist, kann man es einfach ignorieren und es einfach die beiden ersten Slots benutzen. Und wenn es negativ ist, muss man die ersten beiden überspringen. Die könnten nie erreicht werden, aber trotzdem ist es gut, da einfach einen bestimmten Wert reinzuschreiben. Und wenn der absolute Value wird geladen und es ist ein spezieller Fall, davon kann für Schleifen benutzt werden. Es gibt den Call-Befehl, ist nicht dafür, um Subroutinen aufzurufen. Es ist wie ein Jump, aber speichert die Rückkehradresse und es wird im Link-Register gespeichert und erst wird das zweite Argument in den Program-Counter geladen und dann geht dort die Ausführung weiter. Und das im Link-Register steht jetzt die Rücksprungadresse. Und am Schluss wird dann die Link-Adresse in den Program-Counter zurückgeladen und dann geht es an der Stelle weiter, wo vorher die Ausführung war. Wenn es eine eigene Subroutine starten will, dann gibt es einen Exchange-Befehl extra dafür. Und der Stack wird manuell hergestellt mit dem Link-Register. It is combined with the B register for double A und B werden kombiniert für doppelt genaue Arithmetik und dann gibt es das Link-Register speichert die Rückkehradresse und es gibt ein Zero-Register. Wenn man das da reinschreibt, wird es gelöscht. Und es gibt noch mehr, die wir später behandeln. Die Register sind nummeriert, das heißt, die haben Speicheradressen. Das bedeutet, die erst 8 Wörter im Speicher sind in Wirklichkeit von den Registern belegt und sie können auch durch die Adressen angesprochen werden. Das heißt, wir haben ein flexiblere Instruktionen. Wir können zum Beispiel einfach 0 laden, wenn wir von der Adresse 7 laden. Man kann einfach das erhöhen und man kann einfach doppelt indirekt indiziert von Adresse 1 laden. Gucken wir uns nochmal den Speicher an. Es sind 4096 Wörter von 0000 bis 7FFF. Und ganz unten sind die Register und da sind zum Beispiel 1000 und dann sind erst 1024 Wörter RAM und dann sind noch 3 Kilo Wörter Read-Only Memory. Ursprünglich war es nur dieses bisschen Speicher, aber wir gucken uns das mal genauer an. Oben gibt es Bänke im oberen Bereich, jeweils 250 Wörter und das Erasable Bank Register EB zeigt auf eine dieser Banken. Dieser Bänke. Wenn es 0 ist, zeigt es auf 0, 5 ist, zeigt es auf 5 und so weiter. Und die Adresse in dem festen Bereich sind immer dieselben und diese. Und es gibt 8 mal 250 Wörter RAM durch dieses Banking. Das ROM ist ähnlich gemacht und es gibt ein Fixbank-Register und es zeigt auf eine der ROM-Bänke. Wenn man mehr als 32 Kilowörter braucht, es gibt ein Super-Bank-Bit und es gibt im oberen Bereich der Fixed-Banks gibt es noch mal mehrere Bänke. Und die Fixed-Row sind immer dieselbe und
benutzt immer die Bänke 2 und 3. Und das Fixed ROM, da stehen das Betriebssystem und Betriebssystemcode und Daten. Und die restliche Funktion ist in den verschiedenen ROM- und RAM-Bänken. Zwischen den RAM-Banken zu schreiben, wird mit dem EB-Register gemacht und man schreibt das in Speicherbereich 3 und dann, wenn man da 5 reinschreibt, ist Speicherbank 5 sichtbar. Man kann es genauso machen mit dem FB-Register und das würde aber normalerweise nicht funktionieren. Und wenn der Bank in einer anderen Bank ist, dann muss man erst umschalten und man kann natürlich nicht die Bank umschalten, in der gerade ein Programm läuft und dann hat man da plötzlich anderen Code, der zufällig an derselben Adresse ist. Wenn man eine andere Bank haben will, dann muss das atomar umgeschaltet werden. Und callf ist dasselbe wie die Double Word Exchange Instruktion. Man muss erst die Bank laden und den Programmzähler in A und B und dann callf wird das in WC und FB geladen und das kann man auch für Return benutzen und das speichert die Originalwerte in FB und PC zurück und die beiden Bankregister haben nur 5 und nicht. Und es gibt noch ein Register für beide Banken, die dann die zusammen mergen. Und es gibt eine Double Word Exchange Instruction, die beide Banken und den Program Counter austauscht. Und es gibt noch private Variablen in den Banken und kann auch RAM-Bänke umswitchen. Die ungewöhnliche Ordnung Ordnung erlaubt für einen gleichzeitigen Switch der RAM-Bänke AA und der Memory-Bänke. Wir haben jetzt ebenfalls einen Schattenregister, was wir uns später angucken. Wenn wir 15-Bit-Werte schreiben, du das zum ROR-Register, verschieben wir das um ein Bit nach links. ROL rotiert nach links. SHR shift nach links. Dupliziert dabei das unterste Bit. SHR7 shiftet nach 7 und füllt die unteren Werte mit der letzten Bit auf. Wir haben gesehen, dass die CPU zum RAM und zum Memory, aber die CPU kann ebenfalls zu peripheren Devices reden. Wir haben bis jetzt nur den Memory Space gesehen, es gibt aber noch einen weiteren Memory, mit dem es mit dem I.O. Dieser ist ebenfalls 15-Bit lang und es gibt die In- und Out-Instructions, mit denen wir dann mit diesen Interfaces. Die I.O.-Channels können jetzt zum Beispiel Lampen auf dem Display bedienen. Diese können auch ebenfalls die IO-Channel-Instructions können also diese verschiedenen Channels belegen. Es gibt also AND, OR und XOR. Die ersten beiden Register sind allerdings auch Shadow Registers von A und B. Nach den Registern, dem Shadow-Bereich und den Editing-Registern, kommt ein weiterer spezieller Bereich, das sind die Counter. Diese sind gekoppelt an externe Devices und diese werden nur über Hardware-Pulse oder Pseudo-Hardware-Pulse angesprochen. Dabei werden die Werte dann um 1 inkrementiert. Wenn IO-Devices die CPU signalisieren müssen, wenn ein Interrupt passiert, kopiert das in die Shadow Register und springt dann zu einem speziellen Punkt im Memory und dann und lädt dann die beiden Werte aus dem Shadow Register zurück in die tatsächlichen Register. PC und IR sind normalerweise durch Interrupt angesprochen. Die Overflow Condition Flag
So while there's an overflow condition, until the next store instruction, which resolves the overflow, interrupts will be disabled. Während dann die Overflow Flag gesetzt ist, werden Interrupts enabled, bis der Flag wieder geklärt ist. Die Interrupts liegen. Der speichert A und B, lädt A und B mit der Bank und PC des tatsächlichen Handlers und springt dann zurück. Die Interrupt Return Instruction gibt es ebenfalls noch eine Interrupt erzeugende Instruktion. Es gibt eine weitere spezielle Memory Location, das ist der Watchdog. Zu dieser muss entweder gelesen oder geschrieben werden alle 0,64 Sekunden. Jetzt haben wir den Instruction Set gesehen. Und in den Beispielen haben wir gesehen, wir haben gesehen, die oberen 6 Bits sind die Opcodes und dies erlaubt 8 Instruktionen, aber es gibt mehr als 8 Instruktionen. RAM-Adressen starten immer mit 00 und ROM-Adressen starten immer mit etwas ungleichen 00. Daher müssen nur 10 anstelle von 12 Adressbits geschrieben werden. Das macht jetzt weiterhin, gibt uns weitere 4 Instruktionen. Das heißt, es gibt jetzt verschiedene Befehle, die auf verschiedene Teile ROM oder RAM accessen. Das heißt, wir kriegen mehrere Befehle. Extend ist ein Prefix, das den Frontcode der nächsten Instruktion verändert. Das heißt, wir kriegen einen zweiten Satz Instruktionen. Es gibt einen weiteren speziellen Control Instruction. Return ist ein Nebeneffekt der wieder in einen Call Instruction überführt wird. Indizierte Adressierung. Index ist eine tatsächliche Instruktion. Der PC liest von der gegebenen Instruktion, addiert den Wert zu dem Instruction Register, was im internen IR-Register. Das heißt, er nimmt jetzt 3703 Wert des. Weil ein Interrupt occurred nach der. Finally, there's one index encoding with a special meaning. When the address looks like it's referencing the shadow instruction register, it's an interrupt return instruction. Wenn es jetzt ein Register des Shadow Registers. Es gibt sehr viele seltsame Features verglichen mit modernen Architekturen. Zum Beispiel gibt es kein Zweierkomplement, kein Statusregister. Das Overflow-Flag kann nicht gespeichert werden und deswegen werden Interrupts disabled, bis der Overflow wieder geklärt ist. Und es gibt eine Instruktion, die mehrere Befehle überspringen kann und kann sehr gefährlich sein. Es gibt keine Shift-Rotate-Befehle. Aber man kann Shift notieren, wenn man in den Speicher schreibt. Und es gibt IO-Channels und man kann indizieren, indem man die Instruction-Codes hackt. Und deswegen braucht man Indizierung, wenn man es braucht. Und das war die Architektur von dem Apollo Guidance Computer. Und jetzt gucken wir mal die Hardware an. Die Hardware läuft mit 1 MHz, hat Microcode und Integrated Circuits, Core Memory und Core Rope Memory. Und die Instruktionen sind Microcode implementiert. Und dies ist ein vereinfachtes Blockdiagramm und das ist die AGC auf Hardware-Ebene. Etwa 500 Logic Gates und die gestrichelten sind Single-Bit und die durchgehenden sind 15-Bit-Datenleitungen. Das ist Timing und Control, das ist sind die Zentraleinheiten, zentrale Registereinheit. Die arithmetische Einheit für Manipulation von Zahlen, die Speicher mit RAM und ROM etwa 1 MHz, den Sequenzgenerator und rotiert immer durch 12 Zustände.
und braucht, belegt immer so viele Zyklen, wie er braucht, jeder Befehl. Und es gibt 12 Einzelschritt-Mikroprogramme für jeden Befehl. Dies zum Beispiel für die Ladeinstruktion. In jedem Schritt senden die einzelnen Einträge Kontrollimpulse zu den einzelnen Einheiten, die mit dem Bus verbunden sind. Zum Beispiel das Kontrollsignal WA. Und AR liest von dem Bus. Der Speicher ist auch an den Write-Bus angeschlossen und RW und WG und RG lesen und schreiben Register. Und in Schritt 7 wird RG wird der Memory-Puffer auf den Bus gelegt und WB schreibt den Bus auf in das temporäre B-Register und dann wird B auf den Bus gelegt und in das A-Register geschrieben. Am Anfang des Speicherzyklus wird es ins Speicher geschrieben und kopiert dann den Inhalt auf B und in der zweiten Hälfte wird B zurückgeschrieben. Und beim Microcode in der Load-Instruktion können wir, es lädt den Speicher in B und kopiert ihn dann in A. Und die der Exchange-Befehl lädt kopiert dann den Inhalt in den Speicher. Division hat ein sehr langes Mikroprogramm und es gibt aber nicht nur die für die Maschinenbefehle, sondern auch für Increment und Decrement werden die Pulse in spezielle Befehle übersetzt, die dann noch eingebaut werden. Und es gibt auch noch einen Memory Sequencer mit seinem eigenen Mikroprogramm und diese beiden hier steuern den Interrupt und Resets. Und die kompletten Schaltpläne passen auf 49 Seiten. Und es gibt nur einen einzigen Gattertyp. Das ist ein NAND mit 3 Eingängen. Und etwa 100 davon sind immer in einer Logic-Einheit. Es gibt 24 Logic-Einheiten. Und sind auch eingebaut immer I.O. und Debug-Anschlüsse und es gibt RAM und ROM. RAM ist magnetischer Kernspeicher und wenn man ein Bit liest, wird es gelöscht. Das heißt, der Speichersequenzer muss dann das anschließend sofort wieder neu schreiben. Für ihre Zeit hat es einen hohen Anteil an ROM und der ROM geht das Kabelbündel entweder durch den Ferritkern oder dran vorbei und es wurde komplett von Hand gewebt. Und A und B werden so zusammengebaut und hermetisch verschlossen und dann gibt es einen relativ kompakten Computer. So ist es im Raumschiff installiert mit 6 ROM-Modulen, die direkt zugänglich sind und im Prinzip auch während der Mission ersetzt werden können. Und das ist die Hardware. Als nächstes war es Devices. Applaus. Let's look at the devices connected to the computer. Lassen wir uns nun die Devices anschauen, die an den Computer angeschlossen werden. Wir haben einige Devices, die den State Vector ausmessen. Wir haben wir haben das Gyroskop, das ist das Kernperipheral. Und dieses, das Gyroskop misst Rotationen des Raumschiffs aus und daher weiß der Computer immer seine Ausrichtung im Weltraum. Das Accelerometer misst die Beschleunigung. Die Optik kann über die Sterne die Position des Raumschiffs das Landingradar vermisst das Rendezvous-Radar misst die Entfernung zwischen dem Lunar-Modul und dem Command-Modul während des Docking. Das CDU-T und CDU-S-Register
Das Command-Modul haben alle Reaction-Control-Jets. Diese können dazu verwendet werden, die Ausrichtung zu verändern. In dem Computer gibt es ein Bit pro Jet und so kann dann jede Düse einzeln gesteuert werden. Das User-Interface ist das DISC-Key, kurz für Disk Play and Keyword, hat 19 Keys, 15 Lampen und mehrere Linien für numerische Eingaben. Das Memory Display ist vom Out-O. Es gibt ein bidirektionales Radiolink zum Mission Control und die Datenwörter erscheinen im Inlink-Counter und die werden Dies waren nun die Peripherals. Die Systemsoftware macht ein Priority-Based Preemptive Fault-Tolerant Computer. Die Eigenschaften sind die Multitasking, Interpreter, Device Drivers, Waitlist, Shell und Default Recovery. Die AGC muss sehr viel tun. Mathematik, die mehrere Sekunden dauern kann, muss I.O. machen. Es macht Interrupt Servicing, wenn ein I.O.-Device die Rechenleistung haben muss, macht Real-Time Control und kümmert sich um das kontinuierliche Auslesen der verschiedenen Devices. Das Scheduling Wenn Jobs nun höhere Priorität haben, ist es sinnvoller, die Highest Priority Jobs zuerst laufen zu lassen und solange die Highest Priority Job zu laufen, die Jobs selber müssen prüfen, ob ein anderer Job eine höhere Priorität hat. Das macht es zu einem preemptive Multitasking Computer. As well as a word with a disabled flag in the sign bit and a 5-bit priority. The core set consists of 7 job entries. Minus 0 in the priority word means that the entry is empty. Job 0 is always the currently running. Job 0 ist immer der gerade läuft. Wenn ein neuer Job gemacht wird mit einer höheren Priorität, dann werden die ausgetauscht. Das heißt, der neue ist dann Job 0. Und wenn man die Priorität negiert, wird er schlafen gelegt. Und nochmal negiert, wird er wieder aufgeweckt. Das erste Job-Entry kann für lokale Daten benutzt werden und es ist immer Job 0. Das heißt, die sind immer praktischerweise an derselben Adresse. Dann gibt es einen Satz von Unterroutinen, die die Datenstruktur der Jobs kontrollieren. Zum Beispiel kann man einen neuen Job erzeugen, man kann die Priorität ändern, den Job aufwecken oder schlafen legen und den Job beenden. Yield ist keine wirkliche Funktion, sondern eine Sequenz, die neue Job-Variablen checken. Und wenn 0 höchste Priorität hat, ist nichts zu tun. Wenn es einen Job mit höherer Priorität gibt, dann werden die ausgetauscht. Und New Job ist nicht nur eine Variable im Speicher, sondern auch ein Watchdog wird. Und das heißt, wenn das Multitasking stehen bleibt, dann wird der Computer sich automatisch resetten. Und ein großer Teil macht wissenschaftliche Berechnungen, zum Beispiel einfach nur Vektor- und Skalarberechnungen und macht viele hundert Instruktionen in Maschinencode. Und es gibt Single, Double oder Triple Precision Vektoren oder Matrizen und es gibt einen Mehrzweckakkumulator, kann zum Beispiel Doppel- oder Triple-Vektor enthalten. In Pseudocode würden wir den Vektor laden, dann mit einem Skalar multiplizieren, wieder speichern, die zweite Multiplikation machen und das Ergebnis addieren. Und da muss man Zwischenergebnisse speichern, also gibt es einen kleinen Stack dafür. Wenn ein Job Mathematik benutzt, dann kann man die restlichen Daten abspeichern und es gibt einen zusätzlichen Akkumulator, der heißt VEC und ein Job kann erzeugt werden mit oder ohne VEC, je nachdem, welche Subroutine benutzt wird. Die Maschinencode von diesem Beispiel ist benutzt ganz viele Pointer, die weitergegeben werden und
Dies entspricht praktisch einer virtuellen Maschine. Die Maschine ist auch Turing-vollständig und hat Schrittregister und Linkregister. Und so kann man zwei Opcodes in ein Wort packen, also hat man 102 Opcodes. Das heißt, es gibt ein Shift by 7. Die beiden Operanden werden in beiden folgenden Wörtern gespeichert. 14-Bit-Adressen bedeutet, man hat nicht dieses komplizierte Memory Layout. Das heißt, man kann das halbe ROM zur selben Zeit adressieren. Also interpretierter Code kann mit diesem vereinfachten Memory Layout arbeiten. Das ist der normale Instruktionsset. Man kann die Mission Executive Instruktionen oder man kann hier in den Interpreter-Mode wechseln. Neben langlaufenden Mathe-Jobs gibt es Device-Treiber. Zum Beispiel, wenn ein Diskey-Taste gedrückt wird, dann kommt ein Interrupt. Der Job wird unterbrochen und Device-Daten werden gelesen und kehrt so schnell wie möglich zurück. Sonst wird es auch später verschoben. Manche Geräte müssen regelmäßig angesprochen werden. Zum Beispiel gibt es einen Timer, der Interrupts macht, die Daten lesen und schreiben von bestimmten Geräten. Und Diski zum Beispiel kann nur mehrere Zeichen auf einmal ändern. Deswegen gibt es hier einen Zyklus von 8 Phasen und jeweils bei einem Interrupt-Händler werden die ausgeführt. Manche müssen zu ganz bestimmten Zeiten getrieben werden. Manche Geräte, zum Beispiel muss eine Lampe zweimal blinken und dann wird es sofort eingeschaltet und dann neue Tasks in die Ausführungs-Queue geschoben, die dann die Lampe wieder an und wieder aus und machen. Und es gibt schon bestimmte Zeitabfolgen und erst wird ein Timer-Register runtergezählt und dann gibt es Paare von Program-Counter und damit wird der Task gestartet und abgeschaltet. Und es gibt diese hier für die Granularität von 10 Millisekunden. Andere können mit derselben Frequenz, aber mit Offset getriggert werden. Aber die dürfen sich nie überlappen. Und das wird noch kompliziert von Device Interrupts. Und das erzeugt zusätzliche Latenz und die der Timer-Händler darf nur eine maximale Zeit gebrauchen und es gibt keine garantierte Zeit, sondern es liegt immer nur an den einzelnen Komponenten, die Timing einzuhalten. Und es gibt eine Shell, die festlegt, was auf dem Display angezeigt wird. Und es gibt den Display-Update-Code für das Display. Wenn das fertig ist, dann legt Pinball einen neuen Job an. Es gibt einen Remote Shell mit einem Diski, mit einer Diski-Verbindung zum Remote-Funkgerät. Und es gibt Alarm-Subroutine. Und lässt eine Lampe aufleuchten, die einen Fehler signalisiert. ADC hat ganz viele Sanity-Checks, und um Fehler zu finden, ganz bestimmte Art von Fehler. Manche Hardware-Watchdogs können Fehler auslösen, sodass normale Funktionen nicht mehr weitergehen können. Und manchmal gibt es dann einen Hardware-Reset, aber dann gibt es Recovery-Services. Und zum Beispiel gibt es Recovery-Code für verschiedene Phasen. Und es wird die Phase gesetzt, wenn zum Beispiel ein Abort passiert, ein Abbruch passiert, dann gibt es eine spezielle Recovery-Routine, die ausgeführt wird. Zum Beispiel könnte man aufräumen und es nochmal probieren oder zu einer anderen Phase springen oder den Job ganz beenden. Die Phasenänderung setzt die Phase für den Job in der Recovery Table, zum Beispiel 5 für Job 4, und alle haben eine Taskbeschreibung oder einen Job mit oder ohne WAC. Und während der normalen Ausführung gibt es mehrere Jobs und Tasks, die in der Queue sind, und dann wird die WAC-List gelöscht und dann werden mit der Recovery Code angelegt, aber manchmal zum Beispiel gibt es einige Fehler, die nicht recoverable sind, und dann wird das ganze System neu initialisiert ohne Recovery Code. Und das war die System Software.
Jetzt, wo wir einen guten Überblick haben, der Hardware, die Peripherie, das heißt, wir werden uns nun über die Mission unterhalten. Wir werden uns das User Interface angucken, die Launch Sequence, und wir werden uns die Orbit und Feststellung angucken. Wir gucken uns, sobald wir uns den Mond angewucht haben, die Lunar Landing, Rendezvous, Re-Entry und wir möchten uns dann ganz am Ende. Wir fangen mal mit dem User Interface. Es ist eigentlich ein Commander Interface, hat aber nur Zahlen und Buchstaben, hat aber. On the Apollo Guidance Computer, you say verb 01, which means display now. Das heißt, wir würden uns auf dem Diski ein das Verb 01 und Memory 02 nehmen. On the Apollo Guidance Computer, flashing verb and noun indicate that it is waiting for input. Das heißt, beim Diski würde ein flashing verb und noun die Erwartung eines Arguments anzeigen. The Apollo Guidance Computer uses the same concept of das Apollo Guidance Computer nimmt die Verb 6, noun 11, asks for the die gleiche Syntax für CSI, meaning co-elliptic sequence initiation. We'll come to that delta later. A special case is when the Apollo Guidance Computer asks a yes or no question. Speziell ist, wenn die Diski eine Ja- oder Nein-Frage stellt, dann würde man mit dem Proceed Key. Die Astronauten haben eine komplette Referenz auf Papier dabei. Nun wollen wir uns die Mission im Genauen angucken. So, we are on our way. Wir haben uns nun auf den Weg gemacht. Wir sind im passiven Monitoring-Mode und mit dem Abfall des wenn das nicht stattfindet, können wir es mit dem mit 1665 den Mission Counter starten. Während des Flugs der Saturn V überwacht das AGC nur die währenddessen zeigt es nur die Geschwindigkeit, die Höhe und die Position. Intern arbeitete das Ding in metrisch, aber für die Astronauten wurde es in imperiale Einheiten umgewandelt. Falls Probleme mit dem Saturn-Computer auftraten, konnte das AGC die Kontrolle übernehmen oder zur Not konnten sogar die Astronauten manuell den gesamten Stack in Orbit fliegen. In unter 12 Minuten haben wir die erste und die zweite Stufe abgebrannt und benutzen die dritte Stufe, um unsere Zirkularisierung durchzuführen und wir wollen nun wissen, ob wir im richtigen Orbit sind. Die AGC kann nun die Geschwindigkeit und die Höhe feststellen. Um im Weltraum navigieren zu können, müssen wir unsere dreidimensionale Position feststellen. Das macht der AGC mit dem State Vector. Das machen wir mit einem Sextanten. Dieser ist sehr ähnlich zu einem nautischen Sextanten. Wir messen also die Winkel zu verschiedenen Sterne und Himmelskörper festzusetzen. Das AGC kennt bereits die Position von 45 Sterne. Das heißt, wenn wir jetzt welche einlesen, kann der AGC die tatsächliche Rotation des Raumschiffs feststellen und mit den RTC-Düsen die Rotations. Wenn wir nun diese Messung mehrfach durchführen, können wir eine eindeutige Rotation im Weltraum feststellen. Während wir uns bewegen, wenn wir jetzt nun unsere Position und unsere Geschwindigkeit kennen, können wir über Dead Reckoning einfach unsere Position und Geschwindigkeit integrieren. Es ist sinnvollerweise
zwei weitere mathematische Modelle eingebaut, das Keplersche Modell und das Enkel-Modell, was das Kepler-Modell beabsichtigt, nur sphärische Potentialtöpfe. Wie wir sehen können, ist das AGC in der Lage, komplett eigenständig zu fliegen. Allerdings ist das Mission Control Center ebenfalls über S-Band-Radio mit dem Apollo Guidance Computer verbinden. Das eine, was das Raumschiff allerdings besser weiß, ist seine Rotationsausrichtung. Mit dem Gyroskop können wir unsere Ausrichtung in allen drei Raumachsen feststellen. Drei Gyroskope, eins in jeder Achse, können wir unsere gesamte Rotationseinstellung feststellen. Wir wollen uns kurz noch über den digitalen Autopiloten unterhalten. Es ist so ungefähr 10% des gesamten Source Codes. Die Implementationen für beide unterschiedlichen Fahrzeuge sind gesamt und zwar unterschiedlich, weil sie unterschiedliche Missionsprofile fliegen müssen. Der digitale Autopilot benutzt die RTC Thrusters, um die Rotation konstant zu halten. Der Autopilot wird ebenfalls benutzt, wenn die Astronauten falls die RTCs zu irgendeinem Zeitpunkt ausfallen sollten, ist der AGC ebenfalls in der Lage, ein Ausweichmuster für die RTCs zu errechnen, um die gewollte Rotation durchzuführen. Der digitale Autopilot ist ebenfalls in der Lage, den effizientesten Transfer-Vektor zu berechnen, um von einer Rotationszustand in den anderen überzugehen. Der Autopilot kann ebenfalls ein Stable Constant Rolling berechnen. Er ist ebenfalls in der Lage, der Crew dabei zu helfen, Schub festzulegen. Es hält einen Timer vor, um die korrekte Länge des Dead Reckoning ist hier allerdings nicht mehr von Vorteil. Das heißt, wir nehmen den Input der Akzelerometer, um unseren Unterschied festzustellen. Normalerweise findet die Translunar Injection im zweiten Orbit um die Erde statt. Diese wird immer noch vom nach der Separation von der S4B Stage wollen wir uns nun mit der Lunar Landing beschäftigen. Die Separation findet 4 Stunden 45 Minuten vor der Landung statt. Bei Abdocken wird die IMU realigned und verschiedene Funktionen getestet. Let's get back to powered descent. The Lunar Module AGC has a special program for that one, P63, Braking Phase. So, es gibt ein spezielles Programm für die Braking Phase und der Computer berechnet, wie lange das Triebwerk mit minimalem Spritverbrauch gezündet werden muss und die Astronauten sind nur da und lassen sich fahren. Die Descent Engine macht das automatisch, denn die Astronauten können fast nichts sehen. Und für 8000 Fuß startet ein neues Programm und dann können die Astronauten den Boden sehen. Und jetzt können sie besser sehen und gucken, wo sie am besten landen. Und das dritte Programm behält eine konstante Orientierung bei und der Pilot kann manuell die Ausrichtung steuern und nach der Landung können die Crew Programm 16 starten und bestätigt, dass tatsächlich die Landung stattgefunden hat. Und jetzt gibt es eine ganz der Autopilot wird nicht ganz abgeschaltet, denn vielleicht müssen sie schnell einen Notstart machen. Und jetzt können die Astronauten aussteigen und ihr Ding machen. Und jetzt kommt die Aufstiegsphase und das Rendezvous wieder. Und das wurde im Gemini-Projekt schon mal erprobt. Und hier kann man Gemini im Erdorbit sehen. Und jetzt
Es gibt zwei Möglichkeiten für das Rendezvous, ein konservatives, koelliptisches Rendezvous für anderthalb Orbits, um das Command-Service-Modul brauchen, und es gibt das riskantere Direct-Rendezvous, wo es direkt in weniger als einem Orbit sich annähert. Und das wurde ab Apollo 14 wurde das benutzt, um weniger Sprit zu verbrauchen. Die Vorbereitung musste 2 Stunden vor dem Start beginnen und berechnete Rendezvous-Daten und benutzte ein Tracking-Programm dafür. 1 Stunde vorher startete Programm 12 und programmiert die entsprechenden Daten und der Computer macht dann einen Countdown und wartet auf Bestätigung und dann starten wir. Und es gibt nur 7,5 Minuten bis zum Orbit. Je nach Orbit aber dauert es 1,5 oder 3,5 Stunden, um bis zum Command-Modul zu kommen. Währenddessen läuft Programm 20, misst das andere Raumschiff, das Service-Modul, und benutzt die Antennen für ein Alignment und die und dann wurde ein Interception-Kurs berechnet, ein Abfangkurs, und steuerte auch die Triebwerke, um den zu erreichen. Und es gibt ein aktives Tracking des Lunar Module vom steuert jeweils dann noch das andere Raumfahrzeug, falls irgendwas schief geht. Und es rotiert dann, damit die Docking-Positionen aufeinander zufliegen, und dann wird das Command-Service-Module aktiv mit einem anderen Programm Final Rendezvous bis zum endgültigen Docking. Einige Sekunden vorher werden beide Programme abgeschaltet, damit es nicht in letzter Sekunde noch irgendwelche falschen Sachen macht. Und dann kommt der Trans-Earth-Injection und geben Daten für den Erdorbit ein, und der Computer programmiert dann und berechnet die entsprechenden Orbits. Und der letzte Orbit wird vom am Boden berechnet und dann übertragen per S-Band. Und mehrere Landeparameter werden angefordert, und Geschwindigkeit und Winkel, und die Werte werden bestätigt, und dann ist das Programm beendet, und dann fragen sie die Astronauten nach einer Checkliste, die dann durchgeführt werden muss, und wenn das passiert ist, dann kommt Programm 63, das ist die Initialisierung, und dann benutzt der Autopilot die Thruster, um die Re-Entry, die Wiedereintritt in die Atmosphäre automatisch durchzuführen. Ein anderes Programm überwacht die Flugbahn und berechnet, wie am besten gebremst werden kann, und im Wesentlichen surft dann das Modul auf der Atmosphäre oder feuert einfach das Modul wie eine Kanonenkugel durch die Atmosphäre. Das letzte Programm ist die endgültige Phase, die Endphase für das Auslösen. Und die Fallschirme werden aber nicht vom AGC ausgelöst, sondern von dem Landing Sequence Computer. Und dies war eine ganz normale Mission. Was kann schon schief gehen? Wir hören mit Apollo 11 auf, und normalerweise werden nur ein Teil der Leistung vom Crew gebraucht, aber es wurden ganz viele zusätzliche Instruktionen erzeugt durch einen Fehler, und es entstand eine Queue von ganz vielen Jobs, und dann gab es einen Alarm, und das Betriebssystem beendet alle Programme und startet dieses neu, und das dauerte nur ein paar Sekunden, und dann konnte gelandet werden. Jetzt Apollo 13, es gab eine Explosion im Sauerstofftank, und weit weg schon von der Erde, aber glücklicherweise konnten sie die Free Return Trajectory benutzen und kamen wieder bei der Erde an, aber mussten ins Lunar Module
weil sie sonst nicht genug Sauerstoff gehabt hätten. Und Programme mussten übertragen werden auf den anderen Computer, weil die verschiedene Ausrichtungen hatten. Und mit das Abort Guidance System wurde in dem Fall benutzt für die Triebwerkszündung unterwegs. Und zum Glück, wo konnte das gemacht werden? Noch vor dem Wiedereintritt. Und am Schluss Apollo 14, da gab es eine kalte Lötstelle, die ein Problem erzeugt hätte mit dem Abbruch. Und deswegen wurde irgendwie ein Programm ausgeführt, was nicht mehr auf den Abortprogramm reagiert hat, das Abortknopf. Und deswegen musste das Abortprogramm manuell über den Disk-Key eingegeben werden. Und das war die Missionssoftware, die auf einem Flug zum Mond und zurück benutzt wurde. Jetzt wollen Sie wahrscheinlich Ihren eigenen Code auf einem Apollo-Guidance-Computer laufen lassen. Wir müssen also wissen, wo wir einen herkriegen. 42 wurden gebaut. Drei wurden in der Atmosphäre verloren. 11 sind zurückgekommen und sind wahrscheinlich Teil der Museen. Eins ist im Mountain View California Computer History Museum zu sehen. Es gibt allerdings viele emulierte der gesamte Mission Source ist auf GitHub zur Verfügung gestellt und kann frei heruntergeladen werden. It takes a village to create a presentation. We would like to thank everyone who helped and supported. Es brauchen viele Leute, um eine Präsentation zu erstellen. Das heißt, wir wollen uns bedanken bei den Leuten, die die Bücher geschrieben haben und den ganzen und alle Leute, die die Dokumentation geschrieben haben. Wir möchten uns nun für eure Aufmerksamkeit bedanken und verabschieden uns für den Abend. Wow, that was a densely packed. Ich weiß nicht, ob noch Zeit ist für Fragen und Antworten, aber das war ein sehr, sehr dichter Vortrag. Thanks, Michael. Das war wirklich unglaublich viel. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Christian, für dieses Information Overload. Please give a warm hand of applause. Bitte nochmal eine große Runde Applaus. Wir haben leider keine Zeit mehr für Fragen und Antworten. Und damit verabschieden sich aus der Übersetzerkabine Pink Dispatcher und Nabla.